Yom, old friend. I, Siegfried of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Was wir da gerade gesehen haben, ist meine absolute Lieblingsszene aus den Souls-Spielen. Und ich weiß noch, damals, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, da war ich von diesem Kampf so beeindruckt und auch von Yoram mit seiner Machete, dass ich mir gedacht habe, Yorams Machete ist für immer meine Lieblingsbosswaffe. Sie ist eine richtig geile Stärkewaffe gewesen. Und immer wie ich die geführt habe, habe ich da an diesen Kampf zurückgedacht, was mich so beeindruckt hat. Und ich traue mich gar nicht sagen, Leute, aber ich habe gestern eine Bosswaffe gefunden, die was, glaube ich, jetzt meine neue Lieblingsbosswaffe ist. Die ist sowas von dermaßen nice. Ich würde sagen, schauen wir sie einfach einmal das Moveset an von der Felsklinge des Drachenkönigs. Ja, was müsst ihr jetzt tun, um an diese majestätische Bosswaffe zu kommen? Ihr müsst den Drachenfürsten Placidusax legen, absolut epischer Boss. Und bei seinem Ableben erhalten wir von ihm sein Echo. Und dann ist es natürlich bekannt, mit dem Echo geht ihr dann zu unserer Fingerlady und kauft euch für 20.000 Runen diese unfassbare Bosswaffe. Braucht 37 Decks. Ich habe umgeskillt und habe die Waffe auf plus 10 gebracht. Die macht absolut brachialen Schaden und ist unfassbar gut. Was für eine Bosswaffe, was für ein Spiel. Schönen Abend, Leute. Euer Jack FromSoft. To your valor and my old friend Yorm.